So, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge von Wind Waker HD. Ich laufe schon mal vor in den Tempel. Ich hätte auch schon mal offscreen eigentlich wieder neu spielen können, aber wer bin ich denn? So, warte mal, wo ist überhaupt Makoros? Oh ne, Alter. Wo hat der sich denn wieder versteckt? Er ist wieder im Knast, sehe ich das richtig? Muss ich ihn erst wieder rausholen? Boah, ich hasse Makoros, er ist so ein Idiot. Naja, gut. Ja, das letzte Mal haben wir auf jeden Fall ein bisschen im Dungeon weitergemacht. Haben den Greifhaken bekommen, beziehungsweise den Enterhaken muss man ja tatsächlich, ich hasse alles auf dieser Welt und möchte nicht mehr leben. Oh, warum ist jetzt mein Mana alle? Autsch, ich ignoriere den einfach. Gib mir Mana. Ganz viel. Ich brauche es. Nicht nur so Lappen-Mana hier. Danke. So, muss reichen. Hoffentlich. Genau, Enterwagen bekommen und jetzt geht's weiter. Punkt. Ja. Gucken, wo es uns hin verschlägt. Hoffentlich zu uns zum Boss bald. Das wäre ganz nett. Hui. Die Tatsache, dass es Mana verbraucht, finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Wenn das Spiel das so will, dann ist das eben so. Dagegen kann man dann einfach nichts tun. Stimmt, hier oben war ja auch noch was. Was ich mit Makoros, glaube ich, machen muss, ne? Na, warte mal, was war das nochmal? Mir fällt doch gerade ein, dass ich vergessen habe zu gucken, wegen der Tingle-Statue. Na gut, vielleicht finden wir sie selbst, ne? Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist aber auch nicht hier. Warte mal, nee. Ich musste da so... Wie musste ich hier nochmal hoch? Okay. Dann ist ja sogar gut. Dann sollte ich jetzt sogar da mal im Easy hinkommen. Das ist ja gar nicht so schlecht, dass ich offscreen irgendwie nichts gemacht habe. Weil sonst hätte ich das hier eventuell vergessen. Ah, warte. Und da drüben ist nichts. Außer das. Wenn ich jetzt nur so mache, dann zieh mich hin, okay. Sonst würde ich sagen, hier ist irgendwo die, das ist halt irgendeine Form von Rückweg. Also eigentlich bescheuert. Hä? Warte mal, das hätte ich ja damals schon machen können. Nee, hätte ich nicht, weil ich habe mich hier nicht hoch... Ich konnte mich hier nicht hochziehen. Mein Gott, ich bin aber auch schwer vom Begriff manchmal. Stimmt, ich bin hier mit Makoros hochgeflogen. Das war das Problem. Hä? Entschuldigung. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich die runterziehe hier. Ganz beliebe ich nicht daran, dass hier einfach nichts ist, außer ein Glücksamulett. Aber dem scheint so. Ich plante mal ein paar Bomben, würde ich sagen. Warum nicht? Vielleicht ist ja irgendwo eine Tingle-Statue hier. Man weiß ja nie. Hier ist bestimmt keine. Ich weiß auch nicht, wie nah man tatsächlich dran sein muss. An der Kiste. Hoppala, ich wollte nicht so werfen. Gut, das war ein Reinfall. I mean, Glücksamulett. Wuhu. Bringt mir aber auch nicht so viel. Naja, gut. Moin, Leute. Was geht? Muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich muss erstmal hier rein und Makoros abholen. Ich mag es, ihn Makoros zu nennen. Ah, er ist ein Stockwerk weiter oben. Huch. Ja, das wollte ich nicht. Was ja... Was scheiße ist. Sagen wir, das ist scheiße. Warte mal, kann ich... Wahrscheinlich nicht. Niemand, der das hört. Oh doch, Jesus Christus, danke schön.
Hier oben, ey. Da habe ich hier halt Celeste wirklich rausgelassen. Ich denke mal, habe ich ja schon mal erwähnt, dass wir dann hier wahrscheinlich später was machen können. Ja, wir müssen ja eigentlich nur nach unten, ne? Das ist ja so ein bisschen der Witz, denke ich. Genau, da oben sind wir ja... Stimmt, da oben sind wir quasi langgelaufen. Jetzt ist eigentlich die einzige Möglichkeit, ganz tief zu fallen. So. Ah, Link. Das war so nicht geplant. Jetzt reicht es bestimmt nicht mehr. Doch. Ich wollte eigentlich auf die Plattform und Markus mitnehmen. So, sind wir jetzt endlich mal wieder vereint hier. Dankeschön. Oh, warte mal, da kann Markus was planten. Machen wir mal erstmal. Ihr verpisst euch einfach mal. Nee. Wo könnte die Tingelstatue sein? Fragt man sich. Frag ich mich. War das wahrscheinlich jetzt eine Truhe oder so? Keine Ahnung. Nee, ah, okay. Well, ja, cool, aber halt auch ein bisschen doof, weil... Ah, ich muss nach unten. Okay, startet das irgendwann wieder einfach oder wie sieht das aus? Ja, okay. So, warte mal. Wo müssen wir da hin? In welche Richtung? Ich bin immer noch ganz unten. Das verstehe ich nicht. Genau, da muss ich ja hin. Ich hoffe, dass ich Markus hier mal kurz alleine lassen kann. Dass er nicht irgendeinen Blödsinn anstellt. So, und jetzt irgendwie Koks und Nutten einlädt. Koks einlädt vor allem. Man kennt's. Okay, das scheint sogar relevant zu sein. Ich denke mal tatsächlich, dass hier... Hoppala. Autsch. Dass hier ein Schlüssel sein wird. Ich wollte eigentlich eine Wirbelattacke machen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Ist dann halt so. Meine Güte, stelle ich mich an. Mit jedem Treffer werde auch ich einmal getroffen. Ja, Tradition bleibt bestehen. Aber ist okay. Macht das Glück wenig Damage. Das Spiel ist echt leicht. So, Schnauze. Ganz viel Geld. Hatte ich eigentlich schon beide Schatzkarten aus dem Dungeon? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ist ja auch egal, weil ich nehme eh alle Truhen mit. Ein kleiner Key. Beautiful. Beautiful. Gut, da können wir wieder abhauen. Wieder ganz nach unten. Und ich hoffe... Ah, guck mal, da hinten ist Markus. Okay. Ja, dann einfach nach unten. Und mal schauen, was man tun kann. Ich glaube, die Nische da war die, wo... Wie die... Dinger gerade gepflanzt haben, ne? Hm. Das ist auch eine interessante Nische. Ich habe keine Ahnung, wo die Statue sein könnte. Wahrscheinlich, also es ist ja, denke ich, meistens immer in irgendwelchen Nischen drin. Ich mag das Wort Nische. Corona. So, einfach runter. Scheiß drauf, wenn es weh tut. Dann ist es halt so. Batsch. Warum fliegen wir Markus jetzt nicht weg? Ich hasse alles. Wo ist Markus? Er ist da drauf. Seht ihr das? Moment, das will ich erleben. Okay, er ist unten. Okay, das war ein bisschen lustig. Autsch! Was zum? Ach komm, Spiel.
Bitte dich. Okay, damit kommen wir einfach nur wieder nach oben. Got that. Okay, bisschen weird. Ich weiß nicht, wie ich das so schnell schaffen soll dann später, aber egal. Gehen wir mal hier rein. Lassen Markus mal kurz alleine. Kümmern sich um die Dullis hier. Autsch. Eieiei. Ups. Ich bin einfach alle. Oh. Du auch hier. Chillst du auf deinen komischen Plattformen hier? Bleibst du da auch? Vermutlich schon, dann packe ich mal kurz meinen Bogen aus. Bringt ja sonst nichts hier. Das ist für nächste Woche noch. Zack. So, tot. Und du auch weg. Meine Güte. Haben wir alles erledigt? Glaube ich schon. Huch. Was tue ich hier gerade? Nicht gut spielen auf jeden Fall. So, alles erledigt? Scheinbar nicht. Aber ich denke mal, wir müssen die Dinger hier weghauen. Oder so, wir müssen weiter nach oben. Mal gucken. Falsch. Ich guck mal, vielleicht ist auf irgendeiner dieser Plattformen. Könnte ich mir sogar vorstellen. Die Tingelstatue. Sie, warum ich das alles kaputt machen kann. Oder ich muss die alle runterziehen. Das könnte das auch sein. Theoretisch kann ich die auch alle. Huch! Ohne die erreichen. Also weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Dreck. Aha! Das ist der Witz. Okay. Autsch. Ach komm! Schön, wenn die einzig Stiefel besiegen hier. Ein bisschen witzig. Kann ja ruhig von hier unten machen, ne? Hier da noch ganz viel Geld. So. Gehen wir mal ganz weit nach oben. Mal gucken, was passiert. Gucken, wo wir rauskommen. Naja, wir werden nirgendwo rauskommen, aber. Das ist schon, was ich meine. Ah. Ich zieh mich mal erstmal rüber. I mean, softlocken werde ich mich wohl nicht können. Wenn ich dann jetzt runterziehe, weil dann würde ich ja gar nicht mehr hier raufkommen. Ja gut, ich hätte halt so machen müssen dann, ne? Stimmt. Interessant, dass hier so ein Dude einfach ist. Aber ist jetzt noch eine vorhandene Bastion gefühlt gesehen. Hier zum Beispiel, warum kann man da drüben hin? Na gut, für die Base. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Tingle-Statue ist, Mann. Das ist so traurig. Alexa-Spiel, Despacito oder so. Ich lege jetzt einfach mal hier eine Bombe. Auf gut Glück, aber das wird nicht funktionieren. Muss einfach fühlen, wie die letzten Male auch. Ja. Also das Mal habe ich es einfach gefühlt, wenn einfach die Tingle-Statue in der Nähe war. Das war halt der Unterschied. Makoro ist erstmal mitnehmen hier. Bevor er wieder irgendwo im Knast verschwindet. Gar keinen Bock. Hallöchen.
Gefühl bringen eure Schilde auch nichts. Ich knallte einfach durch. Einfach gar nichts, die Dullis. Moin, zum Glück habe ich die Bomben noch ausgerüstet. Huh. Fang. Oh. Der hat nicht gefangen. Oh, Glücksamulett. Nein. Glücksamulett verkackt. Schön. Kann man hier unten? Man kann da unten sogar hin. Boah, das könnte halt so, weißt du, so irgendwo hier unten halt so ganz fies sein, dass man da irgendwo eine Bombe planten muss oder so eine Scheiße. Oder am Anfang auch bei dem großen Raum einmal. Wäre alles möglich. Gar kein Bock. Hm, warte mal. Hätte vielleicht zuerst die Viecher da drüben abknallen sollen. Merke ich gerade mal so. Könnten nämlich gleich ein bisschen den Cock blocken. Mann, Marco Russo, so langsam. Furchtbar. Oh oh. Dann ganz schnell. Markus, du sollst das machen. Okay. Ich hoffe, er ist hier kurz sicher, weil ich habe keinen Bock zurückzufliegen. Wenn er jetzt entführt wird, dann kotze ich ein bisschen. So. Und her. Alle miteinander. Ups. Zack. Die Feder will ich haben. Ja, wie die Federn, wofür die Feder brauchen, ich weiß es immer noch nicht, aber hm. Wir werden es irgendwann rausfinden, denke ich. Wie sieht Laufanimation echt ein bisschen merkwürdig aus manchmal, ne? Von hinten vor allem. Finde ich irgendwie, weiß auch nicht. Da bin ich da alleine. Was weiß ich. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe Kisten übersehen. Was soll das denn? I mean, wir haben ja den... Doch, wir haben den Master-Schlüssel schon, ne? Scheiße, jetzt muss ich doch nochmal gerade kurz zurück. Jetzt bin ich unsecure. Flieg mal bitte rüber. Danke, dass es einfach geschafft hat. Unglaublich. Sorry, dass es jetzt nochmal hier... Dass ich jetzt wieder eine extra Runde drehen muss gerade. Aber Truhen. Aber. Ne? Verständlich, denke ich. Okay, das war stimmt, das war der Raum. Das heißt. Okay, ich habe eine Vermutung, was das zu bedeuten hat. Alle Vasen kaputt machen, irgendwo chillt noch ein Gegner drin. Oder chillte, oder was auch immer. Irgendwo chillt noch ein Gegner, der mir auf die Eier gehen will. Hoppala. Die Dinger bleiben auch weg, aber den habe ich nie weggemacht, scheinbar. Oh, ich habe die Eisenschiefe nicht mehr ausgerüstet. Das ist schlecht. Und da ist er auch schon. Ob es der letzte Gegner ist, ist halt die Frage, ne? Komm mal her. Kann ich ihn herholen? Ja, fick dich. Es war der letzte, sehr schön. Okay, es hat auch wieder so ein Stahlrahmen, also eventuell ist hier die... Ja. Die Schatzkarte drin. Sehr schön. Mhm. Sehr gut. Meine Fresse, bitte. Fast vergessen. Aber ist okay, ich hatte eh nur vor, in dieser Session den Tempel zu beenden. Mein Gott, den Tempel zu beenden. Ich kann nicht reden. So, links. Ah, so oben links, okay. Das muss ich jetzt erstmal hier gegenchecken.
Ach man, ey. Nein, das war falsch. So. Bisschen nervig so. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach nur ganz easy runtergehen können und dann mich eben hochschummeln können, aber egal. Machen wir es auf legale Art und Weise. I mean, ich könnte Bakoros auch hier lassen, ich habe Angst. Ja, dass er dann wieder irgendwo hin verschwindet. An Anfang des Dungeons oder so ein Blödsinn. Ja, kein Bock drauf. To be honest. Ein bisschen Angst, dass er hier von den Viechern noch geklaut werden kann oder so. Da drin, okay. Okay, das wird der Raum. Hier gibt es also noch eine Truhe. Interessant. Aber wie? Kommt da leider so nicht hoch. Muss den komplizierten Weg nehmen. Gibt es hier irgendwas Schieberätselmäßiges, sodass es irgendwie an bestimmte Orte muss oder so ein Blödsinn? Glaube nicht. Ihr raubt mir die Zeit! Autsch. Kann man den überhaupt vorbei, ohne Schaden zu nehmen? Anscheinend schon. Mann, ist das umständlich. Ich weiß noch nicht mal, ob das notwendig ist. Keine Ahnung, ich schieb das Ding jetzt einfach mal zwischen die beiden Blöcke, also jetzt direkt vor dem Block. Vielleicht ist es die Position, die er haben will, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie fühle ich gerade Dinge. Naja, hab falsch gefühlt mal wieder. Wie immer. Was muss ich hier tun? Irgendwas in der Luft? Ich bezweifle. Oh, warte mal. Oh, warte. Das ist eine Vermutung. Ah, es kommen jedes Mal andere Gegner. Okay. Das ist der Witz. Der lustige, witzige Witz. Okay. Ja, dann muss ich quasi alle Gegner besiegen. Ja, tatsächlich ist mein Plan gerade gewesen, alle Blöcke einfach kaputt zu machen, also alle Bodenplattformen. Aber wofür mache ich das? Ich meine, da wird ja eh nur Much drin sein. Ich habe ja schon beide Schatzkarten, glaube ich, oder? Also eben habe ich ja, eine habe ich auf jeden Fall. Die habe ich nämlich ungefähr vor 2 Minuten eingesammelt. Die waren auch letztes Mal da. Genau, deswegen bin ich nämlich durch die Mitte gesprungen. Okay. Naja, gut. Vielleicht habe ich doch noch nicht beide Schatzkarten. Keine Ahnung, weil das wirkt mir halt so umständlich. Ich darf jetzt nur ein Glücksamulett kriegen, dann ist echt ein bisschen Belasto, aber... Dann ist es halt so. Boom. Oh, keine Gegner. Was ist das denn? This is wrong. This can't be true. Oder bin ich letztes Mal dadurch und die Gegner sind noch besiegt oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall letztes Loch. Okay, muss einfach nur die Dinger kaputt machen. Schön. Nee, es ist wieder so eine Truhe. Okay. Hallo. Ein bisschen roter Schleim ist auch nett. Hab immer noch keinen Schleim hergestellt. Machen wir dann beim nächsten Mal mit Marvin. Das klappt bestimmt gut. Achso, kann ich schon mal anmerken, bei der nächsten Aufnahme, also jetzt nicht der nächsten Folge, ne, nachdem ich dann mit dem Dungeon durch bin. Ich merke gerade, die Folge geht schon 25 Minuten. Ah, egal, die Truhe holen wir noch schnell. Wird Marvin wieder dabei sein und dann werden wir ein bisschen, Dinge erledigen. Hoppala. Dann werden wir ein bisschen Dinge erledigen. Gemeinsam, weil er kennt sich aus und ich nicht. Nebenaufgaben. Dinge, Statuen holen. Das Übliche.
Wobei es ja danach aussieht, als wenn ich die hier leider nicht bekommen werde in dem Dungeon hier. Aber dann ist das halt so. Beautiful. Hatten wir doch noch nicht beide. Sehr schön. Gut, dann sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.